Ja, ein liebes Katzerl. Ja, sag einmal, wo gehörst denn du hin? Da in den Hof gehörst du nicht. Die musst du nicht tragen, sondern an den Ohren ziehen. Hey, bist du nicht so blöd. Katzen und Ratzen, die muss man tratzen. So, jetzt komm rein. So. Schau mal, wie es schnuppert. Was es da schon zu schnuppern gibt. Alle Katzen und Hunde schnuppern. Da käme man ja aus dem Schnauen und Schuppern gar nicht heraus. Und ganz zaundürr ist, gell? Und ich bin auch zaundürr. Da schau mal, wie zaundürr ich bin. Ja, man sieht schon, ja. Ja, du schaust ja gar nicht her. Sei doch nicht so giftig, das Katzel ist doch nett. Schau, ganz weiß und dunkle Flecken hast. Ja. Wenn ich so dunkle Flecken hab, dann schreist du immer, wasch dich, wasch dich. Ja, nein, das ist ja was anderes, denn wenn du dunkle Flecken hast, dann ist sechstens, dann ist Dreck. Hoppla, Katzel, so, jetzt. Ja, jetzt beißt sie dich gleich in den Hals. Okay, was hast denn gegen die Katz? Die tut dir doch nichts. Was? Natürlich tut die mir was. Aber woher denn? Die schleicht herum und dann liegt sie noch in deiner Hand. Ups. Und dann... Hey, das ist doch keine Schlange, das ist ein Katzel, gell, Katzele? Also entweder ist sie jemand ausgekommen, oder aber eine Katze hat Junge gekriegt und die haben sie einfach ausgesetzt. Ja, okay, Katzele. Warum setzen wir sie eigentlich nicht bei uns vor die Tür? Ja, da wäre sie doch viel besser abgeschoben. Jetzt reg dich doch nicht auf. Ich will sie auch nicht behalten. Ich schreibe jetzt gleich Zettel und das machen wir an die Hauswand, gell? Warum klebst du denn nicht die Katze an die Hauswand? Die Katze an die Hauswand, wir hatten sowas schon mal gesehen. Da machen wir einen Zettel und dann sage ich es auch der Kramerin, gell? Und jetzt kriegst du erst einmal was zum Fressen. Magst du Würstel? Ja, mich trägst du nie und den trägst du. Dabei hat die doch lauter Füße und ich hab nur zwei arme Beine. Ja, aber du weißt, wo die Küche ist und die Katze weiß es nicht.